Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir Njörka geholfen, die Manti-Königin aus ihrer alten Basis rauszuschaffen und ihre Mitglieder zu ehren. Und heute geht es Felix an den Kragen, beziehungsweise heute geht es Felix an die Quest, denn heute gehen wir mit Felix auf Tour. Viel Spaß! So, dann wollen wir mal. Jetzt wollen wir Felix helfen, ne? Ach, komm hier, da. Weißt du, das noch und das. Ich weiß nicht, was es alles bringt, aber nimm es. Genieß es. Jetzt müssen wir den auch gleich noch einkleiden, ne? Na gut. Auf nach Sylia und Harlows Basis. Okay. Halt, wie sieht's aus mit meinem Schlaf? Ah, geht noch endlich. Das Spiel sagt, ich bin müde, aber eigentlich bin ich's nicht. Kann ich mir nicht ein Energy reinpfeifen oder so? Hab ich noch was? Ich muss mal die Offscreen irgendwie die Läden abklappern, weißt du, ganz ehrlich. So. Gut. Du kommst weg. Felix kommt dazu. Damit haben wir jetzt drei Begleiter durch mit ihren Quests, ne? Nee, Parvati haben wir jetzt auch. Das heißt, wir haben sie eigentlich alle. Außer der Roboter. Wobei, der hatte seine eigene Quest, um sie zu rekrutieren. Gut. Wir kommen voran. Also gut. Wir haben einen Felix, der eingekleidet werden will. Du bekommst den Hammer. Bitteschön. Dann bin ich dem wenigstens los. Ich hab's nämlich wieder vergessen. Die Brille. Und Stufe 13, Rüstung 10, Rüstung 11, Rüstung 10, ja. Du hast eine bessere Rüstung an. Na gut. Bandit. Gefällt mir nicht. Ein Völker. Hey, you. Looking for something? Where do you think you're going? Felix Milestone ist bei mir einschüchtern. Ja, komm, Felix Milestone ist bei mir. Kyle, hallo, erwartet uns. Yeah. The captain said we might be getting a new recruit. That you then? Sounds like Clyde's jumping to conclusions, but yeah, I'm Felix. You're on a first name basis with Captain Harlow, huh? All right, go on through. Ein neuer Rekrut? Den kannst du meinetwegen haben. Kannst alle haben. Kannst all meine Begleiter haben. Ich will die nicht. Okay. Hier ist nichts. Ich höre eine kleine Ratte. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier freikämpfen muss. Also schauen wir uns vorher um. Oh, stehlen. Alright, hushin' up. Kurz geklaut. Ne, denn. Du bist ja so gut wie tot, Bandit. Komme wieder und hole mir euer Zeug. Endlich können wir sie mal von da an angucken. Die haben aber riesige Hauer, alte Schwede. Wozu dienen die hinteren? Das sind doch keine Kauwerkzeuge, das sind Schneidewerkzeuge. Und die schneiden ihm ins eigene Fleisch. Oh. Well, hey there, Hullhead. Clawed your way out of the groundbreaker at long last? Uh-huh. Oh, sorry, were you expecting me to say something? Maybe a long time no see or a you've aged, old man? Okay, das ist jetzt ein wenig peinlich. So, you took Felix under your wing. Kept him busy. Good. Kid always needed a place to belong. I'm sure Felix has no end of stories to tell of your exploits together. I look forward to catching up with the boy. Wie lange wird das dauern? Wir müssen weiter. I'm afraid I have not made myself clear. Felix may have served you with childlike aplomb, but the day will come when he puts away childish things and serves a higher cause. I'm working on something. Something big. Something the likes of which Halcyon has never seen. And I want Felix to be a part of my initiative. I'm fulfilling a promise I made to the boy, that one day, he and I would change the colony together.
That day has finally arrived. Easy there, Clyde. No one said nothing about throwing in with you. In case you didn't notice, I'm pretty happy where I am. I'm not asking you to walk away from your captain, Felix, but neither should you allow yourself to be controlled by fear. Change is not to be feared. I brought you here because I want to know where Felix's loyalties lie. When the day of our revolution comes, I want to know that I can rely on him. Du erwartest, dass ich dir einfach meine Crew überlasse? Du kannst mich mal. That you feel insulted is a testament to your affection for the boy. I'm not asking you to let him go. Not until he's ready. I understand that Felix is part of your crew, at least for now. If the thought of losing him troubles you, then understand that you're helping him solve a problem for an old friend. I want you to deal with a traitor for me. Name's Trask. Kill him, and bring me proof of his death. His ring should do nicely. Lass uns mal so tun, als ob ich mich um dein Problem kümmere. Was passiert anschließend? Then Felix will have done me a favor, and I will be grateful. I imagine we'll catch up on lost time, have a long talk about his future. Hast du deine eigenen Leute nicht unter Kontrolle, Harlow? We're not a band of common pirates, Captain. We are revolutionaries. I expect a certain degree of intestinal fortitude from my soldiers. Trask was a coward. Und was hat er angestellt? Ratted us out to the board. He's been an informant. Has been for years. When he realized I was onto him, he and his little cadre mutinied. Killed 5 of my own in Tuck Tail. I don't know where he's hiding, but his wife might. Rosanna. Lives on the Groundbreaker last I checked. Rosanna knows my crew by name and face, but you're a stranger to her. She'll talk to you. Okay, Felix, was sagst du dazu? Clyde offered me a hand when nobody else would. I'd say I owe him a good turn. There you have it, Captain. A favor for an old friend. Dahinter steckt doch mehr, als du zugibst. You think so? Maybe we should have a word with Trask. Get his side of the story first. You'd be wasting your breath bandying words with that traitor. But if it makes you feel better, by all means. Remember, I want proof. Bring me his ring. I don't care if the hand's still attached. Here, das ist doch Schwachsinn. My token. Think of this as my personal signature. Anyone who knows me by my works will know me by this token. Ganz ehrlich, Leute. Ich soll ihm den Ring als Beweis bringen, ne? So. Und er weiß, dass ich mit dem Typen rede. Sagen wir mal, ich bin ein guter Junge. Und sage, ey, gib mir deinen Ring oder hau ab. Es ist doch behindert, ey. So einfach behindert. Wer denkt sich sowas aus? Dann musst du sagen, den Ring mit dem Finger. Ansonsten bringt das alles nichts. Na gut, ich komme wieder. Und du wirst auch sterben. Ich werde sie alle töten. Denke ich mal. Na gut, ab zur Groundbreaker. Für eine Sekunde habe ich gedacht, dass Rosanna die ist, die wir umgebracht haben in der Toilette. You mind trying to have a moment here? Bist du Rosanna Trask? Yeah, I was called that once upon a day. You need something? Ich suche da einen Kerl namens Rufus Trask. Mir wurde gesagt, dass er hier in der Gegend lebt. Rufus and I are no longer on speaking terms. I don't know where he is. And if I did, I wouldn't tell you. Na gut, dann zeige ich ihm das Emblem. That's Harlow's mark. No mistake. Guess he's not letting this one go. I don't want any manner of harm befalling Rufus. Not on my account. Lügen. Wenn sich Trask querstellt, ist das nicht deine Schuld. All right, I'll tell you where he is. Just get out of here, please. Rufus is hiding out in Emerald Vale. Got a few friends with him. That's as much as I know. Okay, mehr brauche ich nicht. Emerald Vale. Na gut.
Wo auch immer das ist. Crewmembers Ellie and Max are engaged in a heated Auf Terra 2 in Edgewater. We are now in orbit above Edgewater, Captain. 700 Meter. Willst du mich verarschen? Okay, da waren wir schon mal. Na gut, ich laufe mal hin, Leute. Ich laufe mal hin. So, hier in der Schlucht ist er, ja. Die haben wir auch schon mal ausgekunstschaftet. Und ich glaube, hier war nichts, ne? Ich werde auf jeden Fall gleich mal in Edgewater vorbeischauen und trinken holen. Ach doch, hier war ja eine Mütergruppe. Die haben sie jetzt umgebracht. Hallo. I don't know who you are or why you're prowling around here, but I'm willing to make a guess. You're one of Harlow's gun hands, ain't you? He sent you after me. Deine Frau hat mir verraten, nein, das sage ich jetzt nicht. Wie kommst du darauf, dass dass ich für Harlow arbeite? Right. You just stumbled into a camp full of armed strangers. Because you wanted directions. How much is Harlow paying you? Ja, ich tue das als einen Gefallen. Aber, wenn du mir Geld gibst, dreh ich den Spieß um. A favor, huh? Let me guess. He promised you some reward in the brave new world that was to come. Said he'd make you his lieutenant if you crossed me off. Thing is, you and I are at an impasse. Harlow wants me dead. And I've got no intention of dying. Wieso hast du Harlow verraten? How do I know that I can trust you? Wenn ich dich töten wollte, würden wir nicht diese Unterhaltung führen. Yeah, guess that's a fair point. Listen, I don't know what lies Harlow's dripped down your ear, but you'd be a fool to trust him. I never betrayed Harlow. Harlow betrayed all of us. The board's got him in their pocket, been paying him off for years. All the palaver about revolutions? It's a lie. You're a real piece of work, Trask. Not just a turncoat, but a liar, too. Go piss up a rope, kid. I've got nothing to prove to you. That's the whole truth. Harlow's just another board asset. A two-bit mercenary wearing a dissident's clothes. Du bittest mich, deinen Worten zu vertrauen. Zeige mir Beweise. Yeah, I've got proof. There's always a paper trail when the board's involved. I chanced upon some correspondence between Harlow and his employer. I don't know that it makes a difference. What was I to do with that evidence? Bring it in front of the board? There's no authority in Halcyon willing to take Harlow to task. Geisthaltung. Doch es gibt jemanden. Du siehst ihm gerade ins Gesicht. You ain't like other board agents I heard about. You got a functioning spine. You want to confront Harlow yourself? Be my guest. I hid my papers before Harlow chased me out. Back in the middle of the base, there's an old vent in a utility corridor. I stashed my evidence in that vent. Okay. Take it you've made up your mind. Okay, ich werde dich nicht töten, Trask. Aber ich werde dich um deinen Ring bitten. You gonna tell Harlow I'm dead? May as well. I'm never going back to that life again. Here, take the ring. And for what it's worth, my gratitude. Ja. Ich will nur die Basis auseinandernehmen, um da alles zu klauen. So, finde Beweise. Clyde Harlow, Agent of the Board. Yeah, that sounds even more insane out loud than it did in my head. Then again, Trask knew he was a dead man. Could have been trying to shift the blame. Trask meinte, er hätte Beweise. I can't imagine Clyde working for the board. But we owe it to ourselves to find out. Trask said he stashed the evidence in a vent back at the base. We should go take a look. Er hat mir aber nicht mal gesagt, wo diese Basis ist. Lüftungsschacht. Oh, toll. Offensichtlich nicht hier.
Na gut. Groundbreaker würde ich sagen, weil er da ja früher gewohnt hat und eventuell da, wo die Wissenschaftswaffe ist. Vielleicht haben wir es auch schon mal gelesen. Captain, if you're looking for crew members. Felix war bei mir. Oder meint er hier? Hat er die Beweise in Sylla versteckt? Felix, they're sharing a drink upstairs. Ja. Ich bin schon wieder am Verdursten und also einschlafen. Ach Gott, nee, weißt du was? Wir werden gleich nochmal reisen müssen. Lohnt sich nicht. Vielleicht meinte er hier, dass er, als er hier war, quasi Beweise versteckt hat. Ja. Wusste ich doch. Wir springen jetzt einfach mal. Scheiß drauf. Ich überlebe alles. So. That machine stole my bits. Why do we even have one of these? Ist ja nicht geklaut, ne? Auf der anderen Seite vielleicht? Abgeheftete Quittung. Diese Quittungen zeigen Zahlungen des Vorstands an C. Harlow für seine Dienste als Freischaffender. Es finden sich die Namen mehrerer Frachter, die von Harlows Leuten aufs Korn genommen wurden. Ihre Papiere und der Gesamtwert aller Vorstandsvertreter abgelieferten Ladungen. We need to have a word with Clyde. Ich finde schön, wie er seine Brille verliert. Was hältst du von diesen Beweisen? Looks like Trask was telling the truth. It's all there. Receipts for services rendered, payments, records, ship manifests. Clyde was a pirate for hire, and the board was paying him off. In typical board fashion, they left a trail of receipts behind. Ain't that just ironic? Ich mag es nicht, angelogen zu werden. Yeah, you and me both. Clyde owes us some answers. Something about this don't add up. And I mean to find out why. Hoffentlich gibt's hier gleich wenigstens ein bisschen Action. Ich bin's leid, dir durch zu laufen. What's the word? Lüge. Ja, vielleicht krieg ich dafür Erfahrung. So it is. Thus ends Rufus Trask. Once a sensible man, by and by a fool, presently a corpse. I hope you never have to discover what it is like, Captain. The relief one feels when a mutiny comes to an end. And Trask had some things to say about you. And I've got my own misgivings. Alter, diese Nase von Felix, ne? Ist ja fast wie meine. Viel zu groß. Vergiss all das einfach, Felix. Trask hat mir erzählt, dass du den Vorstand, für den Vorstand gearbeitet hast. That's a damning accusation. Am I right to presume you have some evidence on hand? Du wurdest gekauft und ich habe die Belege. Those papers don't prove a thing. We've all done business with the board. They own the whole damn colony. Trask put you up to this. That miserable wretch. He's trying to undermine everything I stand for. Du hältst uns wohl für dumm, Felix. Was? Achso. Dein Freund hält uns für dumm, Felix. Willst du meine Lektion erteilen? Believe me, boss, I'm tempted. But I'm gonna give him one chance to own up. Clyde, look me in the eye and tell me it's not true. Tell me and I'll believe you. Don't talk to me like I'm some common criminal, Felix. You're the one on trial, not me. I don't know what kind of poison that snake dripped in your ear, but as far as I'm concerned, you've been compromised. Heads up! Holy shit! Bin tot. Get behind me! Nein! Und das ging schnell. Das ging viel zu schnell. Alter. Ich war gar nicht drauf gefasst. Ich hatte nicht mal die richtige Waffe aus. Ich hatte meine Pistole ausgerüstet. So. Der ist schon mal tot. Du bist auch schon mal tot. Oh, Felix. Passiver sein das nächste Mal. Ich hab mir extra Buffs reingezogen.
the last of him. Ja, lief gut. Jetzt kann ich alles hier klauen. Wahratem-Inhalator. Aha, Begleiterfähigkeit, aber nichts Zeit, das interessiert doch keinen. Tech-Fähigkeiten, Waffenteile, ja gut, alles scheiße. Ja gut, Ressourcen sind immer gut. Was war das für Geräusch? Ich habe irgendwas eingesammelt, was richtig cool war. Ich weiß nur nicht was. So, Terminal benutzen. Wir werden uns hier auf jeden Fall jetzt in Ruhe umschauen. Vielleicht hätte ich das vorher machen können. Hätte ich schon Beweise gefunden, bevor ich losgegangen wäre. So. Woran hast du hier gearbeitet? An Waffenteilen. Die nehme ich auch mit. Okay, gucken wir mal, was das Terminal so zu bieten hat. Und das klauen wir auch noch. Protokolle. Akquisitionsprotokoll. Unabhängiger Frachter. Aha, wie gewöhnlich waren in der Lage, diese Schiffe abzufangen, trotz der cleveren Maskierung ihrer Hitzesignaturen. Unser Kunde stand uns erneut mit den Standortdaten zur Seite. Keine Ahnung, wie sie die in die Finger bekommen haben, aber wir können es uns nicht leisten, derartige Almosen nicht anzunehmen. Memo. Crew. Ich beginne mir Fragen zu unserem Kunden zu stellen. Als wir unsere Scanner aktiviert und das System nach unserem neuesten freien Frachter abgesucht haben, haben wir ein Signal von einem Konzernfrachter in der Nähe aufgefangen. Er hat 10-mal mehr Ladung befördert als unser Ziel. Kaum hatten wir ihn gescannt, erhielten wir auch schon eine Nachricht, dass wir stattdessen die Verfolgung des freien Frachters aufnehmen sollen. Hier stimmt irgendwas nicht. Bleibt skeptisch, bis ich mehr Antworten erhalten habe. Hallo. Letzten Eintrag öffnen. Piratenkodex. Regel Nummer 1. Hallo ist der Boss. Regel Nummer 2. Scheiß auf den Vorstand. Regel Nummer 3. Wieso liest du noch weiter, Schweinchen? Wach auf. Wenn du das hier siehst, dann hat dich der Vorstand bereits in seinen Klauen. Du hast nach den Regeln gesucht? Wieso? Ist das Leben ein Spiel für dich? Vielleicht bist du gerne eine Spielfigur. Du schluckst dieses Sicherheitsgefühl herunter, als wäre es Opium mit Purple Berry Geschmack. Scheiß auf die Regeln und scheiß auf Terminals. Es ist keine Revolution, wenn wir die Waffen verwenden, die sie immer und immer wieder gegen uns eingesetzt haben. Von den Frontlinien der Aufstände hin zu den Sitzprotesten in der Konzernleitung und Fehler. Das Dokument Piratenkodex hat die Zeichenbeschränkung überschritten. Also für mich sieht es aus, als würde er den Vorstand wirklich, 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 wirklich hassen. Yeah, right. Let's dance. Oh, da lebt ja noch was. Das wusste ich nicht. Also eigentlich lagen wir falsch. Ups. Er lebt tatsächlich doch. Er lebt noch mehr. Das ist jetzt meine Basis. Mein Unterschlupf. Was seid denn hier? Ah, die liegt da einfach. Die hat nichts dabei gehabt. Arme Sau. Hier war doch noch ein Pfeil. Ach du. Oh, du kannst hier bleiben. Du wirst in meiner Basis wahrscheinlich sehr hilfreich sein. Ich meine, ich kann es leider nicht als Basis nehmen. Ich würde es sehr gerne. Aber meine Basis ist ja mein Schiff. So, Mr. Ouch nehmen wir mit. Das war's hier schon. Mehr kann man, glaube ich, nicht klauen, ne? Ja, hier noch. Ein, zwei Sachen. High Society Zigaretten. Ist Trinken dabei? Ich wollte eigentlich Trinken kaufen. Ich hab's aber mal wieder vergessen. Shit. Ich werde verdursten, wenn ich so weiter vergesse. Ach, guck mal, ein Klassenzimmer haben die auch hier. Man dürfte meinen, wenn man so eine Basis hat, dann hält man sie sauber. Aber ihr seht ja. Tut man nicht. Nicht mal gerade aufhängen wollen die. Okay. Das war's.
für heute mit der Folge. Das war ein recht erfolgreicher Trip, würde ich sagen. Wir haben sie alle gelingt und ja, jetzt sind sie alle tot. Passiert. Leute, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.